Hey Zuschauer der Aufnahme, wir sind in Zens Festung. Ich habe vergessen, die Aufnahme wieder anzumachen. Ihr habt allerdings nur verpasst, wie wir uns im Finsterwurzbecken schnell noch diesen Schild hier geschnappt haben. Ich verdammter Dupe. Schlangen, sorry, Schlangen. Boss? So etwas würde mir noch nie passieren. Nee. Genau, Mata kommt gleich und verbindet mir die Augen. Oh, der Kerl ist irgendwie, ich weiß nicht. Kann ich ihn mit der Flamme erwischen? Nee. Okay, so schlimm ist der Schaden gar nicht, der da durchkommt. Oh shit! Okay, ich hätte mich fast in 1000 Teile geschossen. In Scheiben hätte ich mich fast geschossen. Wer ist Maro? Ja, Leute. Jetzt kommt der Lieblingsabschnitt. Diese Steine sind nämlich nicht zum Scherzen aufgelegt. Weiß gar nicht, ob ich hoch oder runter laufen soll. Ich glaube aber hoch. Okay, wir laufen hoch. Okay, den hat's erwischt. Ist da oben wohl was? Weil die Steine kommen ja von... Genau, die kommen von da oben. Also, dieser Raum dort, der ist mir unbekannt. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Alles, was ich habe, ist Angst. Eine Falle? Keine Falle. Hartstahlring. Was macht denn der Hartstahlring? Verstärkt Verteidigung bei Angriff. Ich glaube, den probieren wir mal. Natürlich nicht statt Havels Ring. Genau. Da ist Gift. Von wo käme der Giftpfeil? Okay. Derby! Nein! Saufe Straf! Okay. Ich muss sagen, bisher läuft das echt erstaunlich gut. Deshalb habe ich sehr, sehr viel Angst vor meinem... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich hoch oder runter sollte. Nur runter wirkt mir sinnvoller. Da oben, da ist ja nichts. Was war das? Okay, man darf auch von hinten nicht gegen den Stein krachen.
Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst, richtig tierische Angst. Wir haben einiges. Oh! Wichser! Dummer Wichser! Das war so gut. Das war so gut. Das war so gut. Scheiße. Fuck. Dieser Hurensohn. Der Loot macht 4 Schaden. Der saugt nur rum. Ja, das waren 7000 Seelen. Das war der gesamte Fortschritt. Wir sind problemlos bis dahin gekommen. Wisst ihr, was das wert war? Oh. Scheiße. Dieser Hunde-Noob. Es tut mir leid, Leute, sorry, ich meint, ich raste normalerweise nicht so aus, vor allem nicht mit solchen Worten, und ich habe jetzt auch nicht vor, dass das der Standard wird, nur ich bin gerade ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so witzig, wobei offenbar schon, sonst würde ich nicht lachen, oder? Ich weiß nicht. Tschüss. Na, schubsen geht nicht. Aber wenn er schlägt, stößt ihn das zurück und gleich sollte er fallen. Tschüss. Sorry für die Worte. So. Ah, du hast schon meine Ausrede geschrieben, Petruschka. Dankeschön. Oh nein! Da, das ist nämlich, was ich meine. Wir sind so problemlos durchgekommen. Problemlos. Problemlos. Wir sind ohne Probleme beim ersten Mal bis zu dieser Stelle gekommen. Fuck. Naja, gut. Man kann ihn auch so besiegen. Es geht um einiges schneller. Ja, unsere 7000 Seelen sind übrigens weg, ne? Also sie sind einfach weg. Im Nichts verschwunden. Getarnte Gänge, ja, getarnte Gänge dürft ihr mir sagen, weil die Alternative wäre halt, dass ich gegen jede Wand haue. Das finde ich nicht so spaßig.
würde, wenn ich es privat spielen würde, auch in einem Walkthrough nachgucken, wo getarnte Gänge sind. Bin echt kein Fan von so einer Mechanik. Keine Steine mehr? Das war komisch. Ups, das wollte ich nicht. Sorry dafür. Der kommt irgendwie nicht. Martha, ich muss dir was erzählen. Ich bin vollkommen problemlos, also wirklich first try, durch den Anfang von Sens Festung gekommen. Bis zu so einer Kiste. Hab sie geöffnet. One hit, tot. 17.000 Seelen verloren. Ne, 7.000, sorry. 7.000 Seelen. Ja, es geht. 17.000 wäre schlimmer. Aber trotzdem, so eine Scheiße. Ich hab so... Honey! Honey! Nein! Scheiße! Hallo Easy Exile, wie geht's? Wir sind bisher problemlos durch Sens Festung gekommen und haben einen schönen Gentleman-mäßigen Abend. Nee, wir sind... Es ist alles scheiße eigentlich. Also das war sicherlich der fairste aller Deals. Heute Morgen war ich noch weiß. Ich werde immer roter. Es ist auf so eine doppelte Art böse. Weil ich mir denke, oh, Loot, hurra. Okay. Dankeschön. Wo war die? Vor der ersten Brücke mit den Beilen ist ein getarnter Durchgang. Es wäre also hier. Und wie gesagt, getarnte Durchgänge, obwohl man gegenhauen muss, könnt ihr mir ruhig spoilern. Bei dem Trend mache ich nicht mit. So. Was ist? Okay. Jetzt rechts hast du geschrieben. Was man dazu noch sagen sollte, ist, dass es halt so einen etwa 30-sekundigen Delay gibt. Also halte mich nicht für einen verrückten Spacken, wenn ich danach was völlig anderes mache. Okay, du siehst es ja auch am Chat. Jetzt rechts. Wann hast du das gesagt? Wann hast du geschrieben, jetzt rechts? Ich versuche gerade zu rekonstruieren. Ja, ja, klar. Ach so, du hast dich vertan sogar. Also hier ist gar keine Wand, oder? Okay, wenn hier doch keine Wand ist, ist nicht so schlimm. Hätte ja sein können. Für den Spaß haben wir wenigstens alle Wände mal probiert. So, Sens Festung. Bester Ort, Mann.
Ich will einfach nicht mehr. Das war übrigens auch der Ort, wo ich halt privat aufgehört habe zu streamen. Nee, ich will nicht eine Etage tiefer. Ich weiß, was da ist. Das war halt eine der letzten Sachen, die ich gesehen habe, bevor ich dann aufgehört habe zu streamen. Nein, aufgehört habe, das Spiel zu spielen. Privat. Mit Streamen hat das eher wenig zu tun. Das ist so ziemlich der genaue Gegenteil. Der genaue Gegenteil. Oh nee! Leute, wir sind First Try fast durchgekommen oder so. Oder vielleicht waren wir auch erst bei der Hälfte. Vermutlich waren wir erst beim Anfang. Nur wir sind halt voll weit gekommen. First Try. Und jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir, setzen wir einen Fuß da rein, sind wir tot. Das ist so typisch. Alles nur wegen dieser verkackten Scheißtruhe. Okay, ich bin in genau die falsche Richtung gegangen. Das klingt nach etwas, was ich tun würde, ja. Es klingt in der Tat nach etwas, was ich tun würde. Nee! Ja. Hallo Goli. Guten Tag. Seien Sie gegrüßt. Die 100 Tode schaffen wir heute noch. Das kann gut sein. Das halte ich für möglich. Immer nach oben, immer nach oben. Ja, ich habe die nicht begrüßt, die von Anfang an dabei waren. Nur ich habe ja alle begrüßt, die danach kamen. Es gibt auch etwa eine 50-50 Chance, ob ihr auf eurem Kanal ein Danke fürs Abo stehen habt oder nicht. Also falls ihr mich auf YouTube abonniert habt. Weil ich bin der Mensch der Konsistenz. Wenn ich etwas mache, dann manchmal. So, hier. Los. Guten Abend, Herr Taste Gaming. Wie geht es Ihnen, mein Herr? Mir geht es überaus gut. Es ist ein gediegener, ruhiger Abend. Definitiv ohne so etwas, so etwas Banales wie Wutausbrüche oder so. Das würde mir ja nie passieren. Morgenmuffel sieht die 69 schon vor mir. Ich denke mir nur so, schließ sofort dieses Browserfenster. nicht vor mir, vor sich. Morgenmuffel sieht die 69 vor sich. Vor mir. Sieht die 69 vor mir. Immer nach oben. Es wird sich wohl kaum auch darauf beziehen, was? Ich glaube nämlich nicht, dass wir... Nee, darunter müssen wir nicht. Oder?
Okay, ich schalte auf dem Bösen die Boden tun. Sorry, ich schalte auf dem Boden die Böses tun. Wollte geprüft, wenn ich mich mit dem Nachbar kam und sich entschuldigt hat. Hä? Goli hat letztens so laut gebrüllt wegen einem Spiel, dass der Nachbar kam und sich entschuldigt hat? Was? Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Immer nach oben, da würde ich jetzt so interpretieren, dass wir, als wir hier hingegangen sind, recht hatten. Aber vermutlich überinterpretiere ich das jetzt. Und so allgemein sollte man es nicht fassen. Was war das? Flambé? Was? So wird es definitiv nicht ausgesprochen. 100 Schaden macht das Ding. 6 ist das Gewicht. Im Vergleich zu 8 des Großritterschwerts. So sieht es aus. Wir haben 4 Schläger. Also der Speerangriff ist interessant. Habel Babel wurde auch nicht an einem Tag erklommen. Man könnte bitte wieder auch da runterspringen. Ich weiß halt nicht, ob das ein Fehler ist. Nur da sitzt auch ein Typ, ne? Ah, man könnte auch da, man kann auch wieder hoch. Dann schauen wir mal kurz, was es hier gibt. Das Teil hat was vom Soul Reaver und das Spiel hat auch irgendwie was vom Soul Reaver. Nur Soul Reaver leichter war. Drauf treten. Oh ho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Ah, so you see my sight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. So genial. So genial, das mit dem Nachbarn. Was ist das für eine Situation gewesen sein muss? Wie der Nachbar da sitzt, einfach dieses Gebrüll hört und sich denkt, ach du Scheiße. Sag das nächste Mal einfach, du hast nur für Europa geübt. Ja, ich versuch Backstep, will nicht so recht klappen. Der Zwiebelritter. Oh. Okay, da müssen wir wohl hoch statt runter. Du heilige Scheiße. Ah, ich erkenne den Ort aber wieder. Hier runter ging es jetzt zu der, naja, zu dem Ding, wo die Brücke drüber geht, glaube ich. Oh, da unten waren wir schon, glaube ich zumindest. Hier weiß ich nicht.
Und hier sollte ich aufpassen. Nee, das ist nur ein Rückweg gewesen. Eod? Hat Marco die Position der Monitore geändert? Wie kommst du darauf? Ich guck woanders hin als vorher. Verstehe. Würde Sinn machen, aber ich glaube, ich habe die Position nicht geändert, seit ich mit den Streams angefangen habe. Okay, immer nach oben. Ja, da lang. So. Böser Schalter, wir probieren drüber zu springen. Ich bin auch drüber gesprungen. Okay, drüber springen. Habe ich es nur nicht gepackt oder geht es einfach nicht? Ich gucke nach rechts raus. Das Doofe ist, ich sehe halt nicht, wie ich gucke, ne? Also gerade gucke ich ja, gerade müsste ich ja eigentlich in die Kamera direkt rein schauen. Und jetzt gucke ich halt auf den Bildschirm. Macht nix, Eod, ich verzeihe dir. Gelobt sei die Sonne. Ich halt's nicht aus. Brauchst Durchbruch, Lügner. Alter, ich halt's nicht aus. Was ist das? Was ist das? Ein Einhorn? Okay, war doch nicht so schwer. War eigentlich relativ easy. Dark Souls ist mir zu leicht. Wir spielen Hello Kitty oder so. Wow. Ich habe ihn definitiv in Gwind besiegt. Was? Nein, ich meine, ich habe ihm aufs Maul gehauen. Du guckst, während du auf den Bildschirm guckst, ziemlich oft nach rechts. Also von mir ist nach links eine Wildachse aus dem Bildschirm raus. Von mir aus nach links. Ich verstehe, okay. Das kann ich mir aber nicht ganz erklären, weil die Webcam oder der Bildschirm ist vielleicht anders gedreht, aber die Webcam hing immer an diesem Bildschirm. Keine Ahnung. Es ist hoffentlich nicht so schlimm. Fuck. Kann mich halt echt nicht dran erinnern, dass es mal anders war. Das war auf jeden Fall Tod 67. Die 69 rückt näher. Wer hochsteigt, muss auch mal fallen. Danke, Robadi. Das macht mir echt Hoffnung. Naja, besser als zu schreiben. Nö, ist ganz leicht. Ich hatte das eigentlich fürs Try GG mit dem 360 Schwert kloppen. Was ich gerade gesagt habe, ergab in der Summe gesehen gar keinen Sinn. Außer mit Depp Nudelsuppen gibt's. Was?